Und nun rufe ich seinen Gegner in die rote Ecke. Und ich rufe nochmals den Gegner in die rote Ecke.
Introducing first, fighting out of the blue corner. He's a kickboxer at his debut fight. He stands 1.8 meters tall, weighed in at 69 kilograms. Fighting for kickbox team Baja Hungary, Henrik Bekli! And his opponent in the red corner is a kickboxer with a record of 2 wins, 0 losses. He stands 1.75 meters tall, weighed in at 69 kilograms. Fighting for Iron Fist Gym Vienna, Rahim Ilichganov! And our referee in charge, Günther Ecker. Ja, und weiter geht's mit einem K1-Kampf der Kategorie C. Aus Ungarn mit seinem Debüt gegen Rahim Ilichganov vom Iron Fist Gym mit 2 Siegen und keiner Niederlage. Und wir starten gleich in die erste Runde. Schöner High Kick von Ilichganov. Ilichganov sehr fokussiert. Bekli eher vorsichtig. Ilichganov. Schöner High Kick wieder von Ilichganov. Eher vorsichtig nach wie vor. Ilichganov versucht sich immer wieder Lücken in der Deckung zu finden und dann dort Treffer zu landen. Und die erste Runde ist vorbei. Nochmal in der Wiederholung. Der schöne High Kick von Ilichganov. Die Pause ist auch schon wieder vorbei. Es geht in die zweite Runde. Und Ilichganov jetzt im Vorwärtsgang. Bekli aber unbeeindruckt. Ja,
Ilyichkanov. Schön kompakte Technik, auch fast immer die Deckung. Schönes Knie jetzt auch von Ilyichkanov. Schöner Low-Kick. Ja, auch schöner Low-Kick von Beckel jetzt. Schöner Head-Kick jetzt hier, schöne Linke von Ilyichkanov. Werden jetzt hier kurz getrennt vom Referee. Schöne Kombination jetzt hier von Ilyichkanov. Schöner Inside-Leg-Kick von Ilyichkanov, der war sehr hart. Ilyichkanov, der jetzt wieder schöner Inside-Leg-Kick. Immer wieder das linke Bein von Beckley bearbeitet. Und man merkt auch schon, dass er es schon spürt. Ja, und beim Clinchen müssen sie getrennt werden. Es ist kein Muay Thai, es ist K1. Letzten Sekunden hier in der zweiten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt hier der erste Knockdown. Wird hier angezählt, Beckley. Kann sich aber noch einmal retten. Ja, und die Runde ist vorbei. Die Runde ist vorbei. Dann gehen wir auch schon gleich in die letzte von drei Runden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im nächsten Kampf wechseln wir dann wieder ins MMA, in den Amateurbereich, in die Gewichtsklasse bis 65,8 Kilogramm. Hier haben Sie nochmal die Highlights aus der vergangenen zweiten Runde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier sieht man schön, Ilyichkanov kann hier sehr gut seine Distanz abschätzen. Hier sehen wir noch einmal den Knockdown am Ende der zweiten Runde. Ja, und das linke Bein von Beckley dürfte schon etwas angeschlagen sein nach den ganzen Low-Kicks. Hat man noch gesehen, kann da nicht mehr wirklich viel Gewicht drauf lagern, muss hier jetzt dann aufpassen. So wie ich Ilyichkanov einschätze, wird er hier gleich aggressiv beginnen zum Start der letzten Runde. Ja, und wir starten in die finale Runde. Ilyichkanov jetzt hier mit der Deckung unten. Muss er aufpassen, dass er nicht in einen Konter reinläuft von Beckley. Wieder schöner, harter Inside-Leg-Kick von Ilyichkanov. Der Head-Kick findet aber nicht sein Ziel. Ilyichkanov jetzt hier wieder aggressiv im Vorwärtsgang. Schöne Kombination jetzt hier noch gesetzt, bevor sie getrennt wurden. Wieder schöner Inside-Leg-Kick. Ja, jetzt merkt man es hier. Wieder das linke Bein, das jetzt auch schon sehr gerötet ist. Wird hier zum zweiten Mal angezählt, Henrik Peckli. Muss aufpassen. Sollte auf jeden Fall sein Bein schützen. Man hört sie auch im Hintergrund von der Ecke von Ilyichkanov. Die wollen, dass das Bein attackiert wird. Jetzt hier wieder wahnsinnsharter Kick von Ilyichkanov. Beckley wird jetzt hier zum dritten und, wie ich glaube, zum letzten Mal angezählt werden. Ja, und Ilyichkanov holt sich einen weiteren Sieg in seiner Bilanz. Vielleicht sehen wir den Treffer jetzt nochmal hier in der Wiederholung.
Ja, mit diesem schönen Körpertreffer hat Ilishkanov den Kampf jetzt für sich entschieden. Becky noch immer am Boden, wird von dem Cutman versorgt. And now our official und wir kommen zur Urteilsverkündung. Man sieht auch hier sehr schön bei Becky die Rötung. Und wir kommen nun zur Off. Und wir kommen nun. And now the official decision. A win by KO for the red corner. Rakhim Ilishkanov! Ich bin hier mit Rakhim Ilishkanov, mit dem Sieger des Duells. Richtig unterhaltsamer Kampf. Ein großes Talent aus dem Iron Fist. Es wird gesagt, dass du eines der größten Talente jetzt zurzeit bist. Wie hast du dich gefühlt? Wie war der Kampf? Es hat sich ganz gut angefühlt. Wie soll ich sagen? Ich habe mich nicht ganz rausgebracht, aber war halt eher locker. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich den Sieg holen werde. Deswegen auch, damit ihr auch ein bisschen was zum Sehen habt. Haben wir ein bisschen noch auf lockere Schiene getippt. Sehr gut, hat sehr gut funktioniert, war sehr unterhaltsam. Gratuliere zum Sieg und einen wunderschönen Abend noch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir machen eine kurze 15-minütige